Rockstar Games zieht euch das Geld aus den Taschen. Aber in diesem Fall muss ich sagen, ist es das komplett wert. Ja, das DLC ist jetzt rausgekommen, es heißt Chop Chop. Und ja, dieses DLC hat so viele geile Überraschungen, aber auch wirklich viele negative Dinge, wo ich sagen muss, ey, ist das euer fucking Ernst? Aber lasst ein Follow da, bevor ihr die krassen Informationen verpasst. Aber worum geht's denn hier eigentlich? Rockstar Games hat wirklich Polizeifahrzeuge zugefügt in GTA Online. Und damit meine ich jetzt nicht Pegasus, nein. Ja, gibt es auch, aber es gibt zwei Fahrzeuge, die tatsächlich in die persönliche Garage können und komplett getuned werden. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegt man jetzt diese Polizeifahrzeuge freigeschaltet? Denn am Anfang könnt ihr sie nicht kaufen, selbst wenn ihr die horrenden Preise besitzt. Dafür braucht ihr jetzt einfach ein Schrottplatz-Business. Habt ein Schrottplatz-Business, müsst ihr einfach die erste Mission gestartet haben. Danach ist es tatsächlich freigeschaltet zum Kauf. Dann kostet das Fahrzeug 3,5 Millionen GTA-Dollars.